Gerade gehört. Belikow ist wieder in Moskau. Ihr kennt den Plan. Bell, du kommst mit mir. Lazar, bereit machen zur Evakuierung. Du nimmst ihn mit zum KGB? Bist du verrückt? Warte, bis Mason oder Woods zurück sind. Ich brauche weder Mason noch Woods. Ich brauche Bell. Er ist unverzichtbar. Macht dir das Spaß? Du setzt die ganze Operation unnötig aufs Spiel. Das ist nicht unnötig, sondern kalkuliert. Denk dran, wenn ihr die Sache verbockt, kriegen wir diese Namen nie. Dann war's das. Ich weiß, du schaffst das. Hudson traut niemandem, den er nicht kontrollieren kann. Und damit willkommen zurück zu COD Black Ops Cold War. Hier sind wir zurück in unserem Hauptquartier. Was willst du, Hudson? Bist du immer so aggro? Willst du mich davon überzeugen, dass du diese Operation leiten solltest? Ja. Meine Dienste sprechen für sich. Jahre im aktiven Einsatz und im Geheimdienst. Ist das so? Naja, wenigstens versteckst du dich nicht hinter Adler. Das muss ich dir lassen. Was gibt's denn? Wie gut kennst du dich mit Belikow aus? Diese Info ist streng geheim. Und wie ich das sehe, gibt es nicht den geringsten Grund, sie dir zu geben. Du sollst Kontakt aufnehmen und dich an Adler halten. Gut, verstehe. Werden wir falsche Identitäten annehmen? Wir haben keine Zeit, die zu fabrizieren. Belikow besorgt Uniformen. Danach müsst ihr improvisieren. Aus strategischer Sicht grenzt das an Wahnsinn. Also genau die Art von Arbeit, für die wir auf Adler vertrauen. Und was mit dir? Ach nee. Sorry. Was mit mir? Du bist entweder treu an Adlers Seite oder Kanonenfutter. Gut. Ich lasse dich mal in Ruhe. Ein exzellenter Vorschlag. Boah, Alter. Der ist aber echt nicht happy. Was ist mit euch hier los? Ich habe mit Shell gearbeitet. 3 Jahre lang. Sehr eng. Ich traute ihr. Doch, sobald ich irgendwie Verdacht schöpfte, war es aus. Ich konnte sie abwehren, aber sie hat mir ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Ziemlich fieser Schnitt. Ziemlich. Stell dir meine Überraschung über diese Berichte vor. Madam Shell. Der Körper liegt an einem Ufer, der Kopf am anderen. Ironisch, findest du nicht? Wohl eher schlechtes Karma. Lazar. Danke. Wofür? Grüß Nebensgespräch. Also das ist mal geil, hier den zuzuhören. Oh, was ist das hier für eine Secret-Tür? Kann ich hier rein? Oh, schade. Bestimmt im Laufe des Spiels kann ich da irgendwann rein. Gibt's hier irgendwo noch Secrets? Hier im Auto vielleicht? Nein? Kann ich hier rein? Nö, nö. Hier? Ich will irgendwo rein. Oh. Lazar, kann ich mit dir jetzt reden? Zeit, dein Russisch rauszuholen, Bell. Okay, kann ich. Was denkst du über Park? Naja, sie... Du weißt doch, wie ihr über Park denkt. Sie ist absolut professionell. Ich traue erstmal niemandem, aber seit Berlin... Ist mir klar, dass sie es echt drauf hat. Für mich ist sie einer der Jungs. Von wegen einer der Jungs. Ja, ja. Was war das Simpsons für mir? Warst du schon mal in der Lubjanka? Verdammt nein. KGB-Hauptquartier? Nur mal unter uns. Und mir. Und Sims. Ich hoffe, da muss ich nie näher ran, als dich auf dem Parkplatz abzuholen. Sehr wahrscheinlich, dass das ordentlich durch die Hose geht.
In, Mann. In die Hose. In, durch. Wo ist der Unterschied? Alter, geht Sims auf den Zack. Ja. Ist ein langer Weg nach Moskau. Ja, das wird schwierig. Vor allem erstmal durch die Grenze. Ist ja auch nicht einfach. Russland wird krass überwacht. Ja, dann machen wir direkt weiter. Nächste Mission. Verzweifelte Maßnahmen. Dmitri Belikov, KGB-Sicherheitschef. Russell Adler hat einen riskanten Plan entworfen, um die Identität der Schläfer aus der Lubjanka zu erlangen. Dann rein da! Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sims, hol Belikov an den Apparat. Алло, Беликов на трубке. Извините, я думаю, что это посольство Сингапура. Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Das wollte ich hören. Wir holen uns die Daten aus dem Bunker, um jeden Preis. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunkerschlüssel hast. Genosse Belikov, Sie werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Willkommen KGB-Hauptquartier. Wir spielen jetzt hier Belikov, der... Ein Spion ist hier und undercover ist im KGB. Ich finde schade, dass die Russen halt nicht Russisch sprechen. Das ist halt das Problem bei der deutschen Variante. Semov, machen Sie bitte auf. Dankeschön. Genosse Belikov, setzen Sie sich. Generalsekretär Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheitssituation. Aber Kladov, Gorbatschow. Gemütlich. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberst Kravchenkos überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakajew. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in einer Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle ihre noblen Ansichten. Genosse Belikov, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Ich habe in der Tat eine gute Spur. Ja, und wenn wir mit diesem Maulwurf fertig sind, liegt er unter der Erde wie sein Namensvetter. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakajew, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und Sie, Belikov? Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Oh Gott. Sakajew, den General.
Hier, ich glaube das dritte. Ich denke nur, ein General sollte einen Bunkerschlüssel haben, Genosse. Es schmerzt mich, aber in so schweren Zeiten haben selbst Generäle Beschränkungen. Minister Gorbatschow, nur General Tscharkow sollte seinen Bunkerschlüssel behalten. Nun gut, kümmern Sie sich. Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikow, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben, steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Belikow, Sie können gehen. Genosse, schönen Abend noch. Okay, jetzt genug hier geredet. Wir müssen den General finden. Ah, KGB-Karte. Nutze die KGB-Karte, um verschiedene Wege zu erkunden, an einem Bunkerschlüssel zu kommen. Die KGB-Karte wird dabei laufend mit nützlichen Informationen aktualisiert. Öffne zunächst die Karte und such den Überwachungsraum. Okay, feststellen. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel, aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Okay, das ist eine sehr gute Karte hier. Markieren. So. Erstmal müssen wir alles checken. Wie ein Hitman müssen wir jetzt hier durchgehen. Ich guck mal hier kurz rein, Genosse. Genosse? Ja, ich wollte hier nur gucken, was wir hier machen. Läuft ja alles? Super. Gut. Tarnungsanzeige. Bestimmte Handlung. Ja, okay, das kennen wir schon. Der Bereich ist abgesperrt. Wie kann ich Ihnen helfen? Wenn ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Ja, ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme da nicht rein. Du Schwein. Jetzt muss ich die Leiche verstecken. So ein Schmutz wollen wir hier nicht haben. Nicht mal im KGB. Weg mit dir. Hier ist noch Platz. Nicht. Gut, was kann ich hier machen? Kamera ausschalten. Ja, am besten. Kamera sieht aus. Ich gut. Brauche einen Bunkerschlüssel für Adler. Sonst kommt er nicht an den Tresor. Vergifte. Leider ist Tscharkow der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Verhöre, überreden den Gefangenen. Beschuldige. Oh, ich darf ihn beschuldigen. Oder die Schlüsselkarte umprogrammieren. Nee, ich will ihn vergiften. Das klingt mir am besten. Och, was ist das für eine Tür, Alter? Okay, wie können wir ihn vergiften? Grätze! Oh, das ist falsch. Wie heißt denn Hallo auf Russisch? Hallo. Was kann ich für Sie tun, Belikow? Ja, ich möchte gerne meine Untersuchung mit dem General bei einer Tasse Tee besprechen. Der General befragt einen Gefangenen. Ansonsten sollte er verfügbar sein. Oh, ich hab noch nicht, Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Tscharkow umzubringen. Okay, wo ist das Gift? In Büro finde ich sicher das nötige Gift. Katschenko, okay. Wie komme ich in Katschenkos Büro? Katschenko, bestimmt das beste Gift überhaupt. Aber nicht so laut. Gucken Sie nicht die ganze Zeit auf die Bilder. Hier vielleicht? Nee. Hier nicht, okay. Hallo, hallo, hallo. Hier komplett raus darf ich nicht. Hier geht's wahrscheinlich komplett runter. Hier ist der Verhörraum. Nee, ich möchte, entweder. Ach nee, das ist wahrscheinlich oben. Das heißt, ich muss irgendwie nach oben kommen. Komm, ich bin noch Hitman-Spezialist. Muss doch irgendwo noch eine Treppe sein. Bin ich clever. Oh. Vielleicht eine Stufe runter? Ja. Hier sieht's doch gut aus. Gesperrter Bereich. Okay, wir müssen aufpassen.
Ja. Diese Schlösser sind so einfach zu knacken. Okay. Da drin ist das Gift. Ja, komm mal her, komm her. Hier in die Ecke, Umbo. Ja, da ist ein Schrank. Super. Einmal rein mit der. Perfekt. Okay. Ja, der Hut, der stört nicht. Hm. Jawohl. Na, jawohl. Und perfekt. Den Computer zugreifen. Nova 6 Einträge zugreifen, Maulwurf Untersuchung zugreifen. Oh, das ist gut. Nova 6 Einträge. Warte mal. Oh, das könnte uns helfen. Das ist S-R-E-N-D. Das sind, glaube ich, alles Perioden. Das heißt, wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Periodensystem. Ah, wenn wir schon darüber reden. Hier ist ein Periodensystem. Was war S? Wo ist S? Nur S, warte mal. Oh Gott, Alter. Da, S ist 16. RE. Da. 75. 1675, was hatten wir danach? Also 1675, okay. 1675. ND, okay, ND brauche ich noch. 1675, und jetzt noch ND. ND. 1675, wo haben wir ND? Alter, ich bin gerade richtig ahnungslos. Wo fehlen denn hier ND? Ich finde es gerade wirklich nicht. Dabei bin ich blind oder so? NE sehe ich hier. Ein NB? Dann NI finde ich, aber nicht ND. Ist denn verdammt nochmal ND? Ach, da unten. 60, okay. 16, 75, 60. Also. 16. 75. Und 60 war's. Jawohl. Da haben wir doch das Gift. Ah, perfekt. In 6. Karte aktualisieren. Da. Der Gifte. General Sharkov. Ich bin ja fertig. Okay. Zeit. Ein bisschen Schabernack zu machen. Okay. Hallo, Genosse. Was kann ich für Sie tun, Belikov? Ich bin jetzt bereit, den General zu sehen. Natürlich. Hier entlang. Ein Feindner. Setzen Sie sich ruhig. Okay. Ja,